willkommen zu unserem Podcast Integriert sein Vater. Eine weitere Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und wir sind wieder im Trio, die drei Musketiere an meiner Seite, die wunderschöne Sandra Lambeck. Danke. Und daneben, ihr kennt ihn alle, Mr. Uncle Dizzle. Hello. Und mich kennt ihr ja. Sorry, brauchst keine I don't need no introduction. Okay, genau. Wusstet ihr schon, dass man anhand der DNA feststellen kann, diese DNA, die in meinem Körper ist, was meine Mutter im vierten Monat zu sich genommen hat? Also an Nahrung. An Nahrung zu sich genommen hat, genau. Man kann das quasi herausfinden. Anhand der DNA, die in mir steckt, kann man das herausfinden, was meine Mutter im vierten Monat quasi gegessen hat. Und auch wenn du eine Fehlgeburt hattest zum Beispiel, bleibt diese DNA von deiner Fehlgeburt in deinem Körper drinnen. Also in der Frau. In der Frau, ja. Also ich habe keine Fehlgeburt gehabt. Ja. Ehrlich? Ja. Ja, das ist krass. Also die DNA ist dann einfach da drinnen, oder ja. Wie? Ja. Weil ein DNA-Erbgut ist ja quasi alles abgespeichert, mehrere Sequenzen. Und ich glaube anhand dessen. Deshalb Frauen, die sowas durchmachen, die sind für immer irgendwie so hunted. So, Du wirst immer daran erinnert. Ja, voll. Das ist voll traurig. Also macht es aber auch Sinn, weil ich kenne so ein, zwei Freunde von mir, hatten auch Abtreibungen gehabt. So und das, weil sie meinte auch, das ist so, du vergisst das halt. Also klar, du vergisst das nicht, aber das beschäftigt dich psychologisch so die ganze Zeit und deswegen macht es vielleicht Sinn. Weil ich weiß noch, schon länger her, oder war auch, ich war nicht noch auf einer Feier, das war so eine Chiller-Runde. Und da haben die halt so ein paar Minuten so geredet und ich saß halt da und hab halt mit einem Ohr zugehört. Und da meinte die eine so, ja, ich hab irgendwas, also sie hat mal damals abgetrieben. Da meinte sie so, oh, das mein Kind, das ist jetzt schon 3 Jahre alt. So, weißt du, und also die eine hat sich halt immer, und sie zählt ja sogar mit. So, weißt du, was ich meine? Also hat sie es ja auch immer im Kopf. Ja. Und ist halt voll traurig eigentlich. Ja, ist, ich glaube, schon so ein krass traumatisches Erlebnis. So. Ich habe das auch schon persönlich miterlebt und deswegen ist schon, ist auch schon allein, wenn du schon diesem Arzt gehen musst und dann das sagst und so und dann machst du dir halt auch Gedanken, so ist das der richtige Weg, so, weil du weißt ja nicht, ich meine, die Diskussion ist ja auch ganz Zeit da, wann ist das Leben ein Leben? Ist es schon direkt ein Leben oder ist es erst so nach dem zweiten, dritten Monat, wenn man... Da kenne ich sogar eine Story, da war eine Frau, die war schwanger und wurde vom Auto überfahren und hat das Kind verloren, aber der Autofahrer ist damit durchgekommen, weil die haben das Kind nicht als Lebewesen gesehen. Krass. Richtig krass. Richtig krass, deswegen wurde er so freigesprochen dann. Wow. Ja, das, ich weiß, das kam in den Nachrichten, weiß ich noch, und da war ich auch so, boah, krass. Aber obwohl er die Mutter auch umgebracht hat. Nee, die Mutter hat es überlebt. Ach, nur das Kind ist gestorben. Ach so, boah, das ist auch krass. Weiß man, wie alt das Kind war? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, in Deutschland darfst du ja bis zum Ende dritten Monat, glaube ich, abtreiben. Und ich denke mal, dann ab dem vierten Monat ist es dann wahrscheinlich... Ein Leben. Also zählt es dann als Als Leben. In Holland kannst du ja bis zum 8. Monat. Was? Bis zum 7. und 8. Monat. Abtreiben. Ja. Das Kind ist ja schon geformt, also das Baby ist ja schon geformt, richtig? Ja. Also 8 Monate. Ja. Also weiß ich genau, ich gucke es nochmal. Aber du kannst richtig lange in Holland bis 6 Monate, bis zum 6. Monat. 6 Monate ist auch krass. Auch. 6 Monate ist auch schon krass. Also, du spürst ja dann schon mit 6 oder nicht? Man spürt doch schon. Das ist doll, aber ich will nicht. Ich halte mich da raus, weil. Okay, man kann, ja. Oh. Krass. Also. Das ist eine sehr sinister Question. Es ist ein sehr sensibles Thema, weil es gibt ja auch Fälle, wo man. Vergewaltigt wurde zum Beispiel. Genau, dann braucht man. Also, oder du hast einfach finanziell die Mittel dazu und dann. Aber was ist, wenn es ist 5., 6. Monat und der Arzt sagt, ja, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist es handicapped. Würdet ihr dann abtreiben oder würdet ihr sagen, so. Gott hat mir ein Leben geschenkt, egal wie. Also ich sag immer zum Beispiel so, wenn ich jetzt mit einer Frau schlafe und sie sagt, sie ist auf einmal schwanger, so, da habe ich mir immer gesagt, okay, ich lasse ihr sozusagen die Entscheidung, ob sie es behalten will oder abtreiben. Wenn sie es behalten will, okay, ich bin da. Wenn nicht, dann ist halt letztendlich auch dein Körper. Wie beide gehören dazu,
aber letztendlich... Entscheidet immer die Frau. Sozusagen. Ja, aber wenn das Kind körperlich ein... Warte, fertig. Aber dann denke ich mir so, wenn jetzt mein Arzt, also ich habe eine Frau, was weiß ich, und die ist schwanger und der Arzt sagt, okay, das wird halt eine... wird körperlich eingeschränkt sein. Ich würde es trotzdem, glaube ich, behalten, weil es ja da, also es ist ja schon in der Process, so, weißt du, also es ist schon da, warum? Aber es ist halt sehr schwer, jetzt so zu entscheiden, man muss ja wirklich, aber ich würde schon, aber dann denke ich mir auch so, ich will auch nicht, dass das Kind leidet, so das Ganze, also, weißt du, also ob Junge oder Mädchen, ihr ganzes Leben oder sein ganzes Leben, so, weißt du, wenn es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nicht laufen kann oder blind sein wird oder so. Ist auch für dich auch schwer, als Eltern ist ja auch, also, ja auch alles immer zehnfach. Spezieller Rollstuhl vielleicht. Genau, oder genau. Spezielle Schule, spezielle Kindergarten. Weißt du, auch wo deine Wohnung und so auch alles. Ja, also ja. Alles muss ja... Ist auch sehr eingeschränkt am Anfang mit allen Sachen. Würdest du? Oder was würdest du machen? Boah, wenn das jetzt so im fortgeschrittenen Monat ist, würde ich mir, glaube ich, ein bisschen schwer tun, weil das so, wie gesagt, ist ein Leben. Und auf der anderen Seite sehe ich das auch ein bisschen so wie du, weil ich glaube halt einfach, es wäre halt sehr viel schwieriger, also je nachdem, was für ein Handicap das ist. Aber wenn es jetzt ein schwerwiegendes Handicap ist, glaube ich, ist es halt, auch wenn es so traurig klingt, aber ich glaube, ich würde dann das schon... Ehrlich, ja? Ja, weil das, ich glaube... Ich meine, ihr seid ja eh zu zweit, ihr müsst es ja beide entscheiden. Ja, genau, muss beide entscheiden, nur von meinem Verständnis, weil das Ding ist halt, weil für das Kind wird es schwer sein, so, für die Eltern wird es schwer sein, also für uns wird es schwer sein. Aber auf der anderen Seite so, ist es halt auch ein Lebewesen. So, als ein Mensch. Nur weil es jetzt handicapped ist, heißt es ja nicht, dass es keine Gefühle hat oder so. Und deswegen ist halt, also jetzt würde ich sagen, erste Intention so abtreiben. Aber wenn man dann vielleicht in der Situation ist, hat man vielleicht noch eine andere emotionale Bindung dazu. Man freut sich ja auch. Ja, also, man holt schon Sachen, man plant alles, dies, das. Weißt du, da ist es ja schon... Vorfreude. Ja, ja, genau. Emotionale Bindung ist ja schon da. Ja. Und für die Frau ist es ja noch schwieriger als für den Mann. Weißt du, der Mann kann ja einfach nur sagen, ja oder nein. Ja. Und sowas, aber die Frau macht das ja alles durch, letztendlich. Mit ihrem Körper und so, auch die Psyche und so alles. Ja. Was willst du machen? Boah. Difficult. Ja, ich will auch gar nicht drüber nachdenken. Ja, deswegen, ich glaube, bei Frauen ist es anders. Weißt du, wie Männer können einfach jetzt so, weißt du? Ich habe ein kleines Baby. Besonders, wenn du ein Kind hast. Ja, nee, ich finde es richtig schlimm. Und es war auch ganz interessant bei Love is Blind, weil genau diese Diskussion mit Bartiz und Nancy. Auf Netflix. Auf Netflix, genau. Ja, Schatz. Das ist Reality? Die sitzen da zwischen in Räumen gegenüber, aber die sehen sich nicht. Ah, und dann reden die. Und dann reden die miteinander und dann wechseln die Räume auch manchmal. Und das dann, und dann bleibst du manchmal einfach in dem Raum, auch wenn du hast voll die gute Connection. Stimmt. Und dann siehst du dich, läufst aufeinander zu und dann kannst du dann sagen, ja, okay, wir heiraten. Stimmt. Das ist direkt mit heiraten, ne? Genau, das war doch voll in, als es rauskam. Ja, es wird direkt geguckt, durchgesucht. Ich muss sagen, dass die Staffel auch wieder sehr interessant war, weil halt so Themen aufkamen wie mit, also da war halt dieser Typ und also Nancy, genau, und er war halt komplett gegen Abtreibung, auch wenn er gewusst hätte, dass das Kind halt körperlich eingeschränkt ist. Und sie war halt so, sie arbeitet in einem Bereich, wo sie halt mit körperlich eingeschränkten Menschen arbeitet, und sie war dafür, also sie ist da, also für sich, ne, also jetzt bei ihr, an ihrem Körper, weil sie einfach Tag ein und aus mit Menschen arbeiten, die halt Hilfe brauchen, die hilfebedürftig sind, jeden Tag. Und sie meinte, sie würde nur weinen, wenn sie weiß, dass ihr Kind halt die Hilfe benötigt jeden Tag. Und er war so, wie kannst du das einem Kind antun? Also er war sehr, sehr, sehr judgy, hat ihr die Entscheidung auch weggenommen. Und ich war so, ich habe mir das angeguckt, ich war richtig verwirrt und ich war so, ich fand es schlimm. Also ich weiß nicht, ich find's schlimm. Und sie meinte halt auch, dass sie halt älter wird und sie war schon, glaube ich, Mitte 30 oder so, und sie meinte halt, dass das Risiko, dass sie halt eine Risikoschwangerschaft haben wird, ist halt sehr hoch bei ihr, und sie weiß es halt nicht. Aber er war 26, 27 während er, und sie war schon Mitte 30, also alles Unterschied. Und er war, nein, ich würde dieses Kind bekommen. Und dann hat sich seine Schwester auch noch mit eingemischt und hat dann angefangen zu weinen und meinte,
das ist was ganz Schlimmes, wenn man das Kind abtreibt. Also die waren alle sehr... Also gegen... Gegen Abtreibung. Gegen Abtreibung. Und es war alles so... Ich war sehr verwirrt. Also ich habe auch keine Meinung dazu. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Ja. Aber doll auf jeden Fall. Aber guckt euch Love is Blind an. Also ich mache jetzt hier Werbung. die Staffel war sehr interessant. Fand okay. Ich. Ja. Okay. Nice. Ja, so Life in Color. Life in Color. Life in Color. Ja, ich habe mir jetzt neulich die Frage gestellt, glaubt ihr, dass Social Media irgendwie eine gewisse Auswirkung auf unser Leben hat, besonders auf uns schwarze Menschen so, dass wir gewissermaßen ein Ideal nachstreben, das so nicht so, also klar ist es erreichbar, aber nicht für jeden erreichbar ist so. Also dass man zum Beispiel, wenn man als Schwarzer heutzutage aufwächst, so hat man das Gefühl, so man muss entweder Musiker sein, Profisportler oder irgendwas anderes im öffentlichen Leben machen, modeln, genau, damit man irgendwie so Anerkennung von anderen bekommt. Du kannst nicht einfach im Büro arbeiten, Backoffice so. Yeah. Weil ihr kennt das selber, Leute kommen zu euch, bist du Fußballer? Oder machst du irgendwas Basketball oder so? Bestes Beispiel, ich sitze im Uber. Sind Sie Sängerin? Was wussten Sie das? Ah, ich kann. aber ist mir schon öfter passiert. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass dass Social Media schon irgendwie so eine Erwartung an uns hat. Findest du nicht? Schon. Also man kann nicht einfach nur ein Instagram-Profil haben, einfach nur, weil man ist Instagram-Profil. Man muss irgendwie wer sein, was machen, irgendwas Kreatives, irgendwas. Keine Ahnung. Ja. Schon, ich wollte irgendwas sagen, aber jetzt habe ich es gerade vergessen. Kannst du mal die Frage wiederholen? Da fällt es mir, glaube ich, wieder ein. Inwiefern sich Social Media auf unser Leben auswirkt, ob wir besonders als Schwarze ein gewisses Ideal nachstreben müssen. Ja, schon, weil, ich sag mal, positiv und negativ, weil durch Social Media, sag ich mal, ist es so, hat man mehr über Schwarze, also hat man mehr, sag ich mal, Schwarze kennengelernt, also für die anderen so, was die machen, und es gibt auch andere Sachen, zum Beispiel auch, sag ich mal, Haarpflege oder Haarprodukt für Frauen und so, weißt du, wie die Haare machen und so. Und dass auch zum Beispiel viele jetzt so Natural Hair tragen und so, dass es jetzt normal geworden ist, common geworden ist. Und auch zum Beispiel sieht man auch jetzt, sag ich mal, jetzt Models. Es ist jetzt, heißt jetzt nicht, du musst 1,80 groß sein und so dünn sein, sondern es gibt Models, die sind so klein. Es gibt Models, die sind ein bisschen kräftiger gebaut und so. Das ist, sag ich mal, das Positive. Und das Negative, dass man sich irgendwie beweisen muss, denke ich. So nicht beweisen, aber man muss irgendwas sein. Nicht sein, sondern irgendwas zeigen. So, du hast Instagram, also musst du auch irgendwie kreativ sein. Ja. So, weißt du, du musst irgendwas machen auf Social Media, sonst warum hast du Social Media? Ja. So habe ich das Gefühl. So? Also ich find's genauso. Entweder du tanzt, du bist Tänzer, du machst irgendwie Beats. Oder hast du Special Talent mit Zeichnen? Oder kannst Haare machen? Irgendwie so. Oder kannst irgendwie Wasser in Gold verwandeln? Irgendwas? Das muss man als schwarze Person können. Aber es gibt auch einfach Menschen, die einfach nichts machen wollen. Also, nicht eine Kreative sein wollen. Wir müssen auch, also ich finde, die Menschen, die wir pushen sollen, wenn wir schon Social Media so als Forum benutzen, sind Ärzte, sind Lehrer, sind besonders Lehrer, sind Sozialpädagogen, sind etwas, was Mehrwert hat. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwas, was langfristig, langanhaltend ist. Ja. Ist halt nicht sexy. Ich will auch niemanden fertig machen oder so. Egal, nicht. Aber das müssen wir pushen. So, wenn ich meiner Tochter in 20 Jahren sehe, sowas, was bringe ich ihr bei? Also was will ich, dass sie lernt? Auch wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwo die App TikTok öffnet, was will ich, was sie sieht? Das ist, was ich meine. So, ja, mal so ein Tanzvideo nachtanzen und so, mal kurze Choreo ist nice, ist fun, ist entertaining.
That's not gonna bring money home necessarily. Also so wenn sie jetzt weiß man nie. Ihr wisst, was ich meine? Mhm. Ich denke schon wie meine Mutter. Ja, man wird halt älter, ne? Man wird halt älter. Krass. Guck mal, mit Anfang 20 hat man nie so gedacht. Da hat man nur gedacht, also ich dachte immer so, ich kann niemals einen normalen Job machen. So. Weil ich halt da auch immer so, meine Vorbilder waren alle. Ja, aber ich finde auch, dass wir. Ich habe auch so ein paar Kommentare gelesen. Menschen sind sehr judgy Menschen gegenüber, die Zahnarzthelferin sind. Jetzt mal ganz, ein ganz random Beispiel. Oder halt wirklich Bürojobs machen. So, das wird gar nicht mehr gewertschätzt. Nee, Mann, voll krass eigentlich. Und obwohl das sind eigentlich die wahren Helden, weil wegen euch. So, haben wir Strom. Da haben wir Strom und alles geordnet und so. Ja. Ich finde. Auch Müllabfuhr und so. Ich denke nur mal, wenn es keine Müllabfuhr geben würde. Ja. Ey, die Straßen, wie es riechen würde. Aber ich muss auch sagen, ich bewege mich in einem Umfeld, wo alles irgendwas mit Kreativität zu tun hat. Ich kenne halt so wirklich eine Handvoll Menschen, die in Anführungsstrichen wirklich normale Common Jobs haben. Ja, Schatz, oh, richtig nice. Wow. Sehr trocken. Oh, richtig nice. Wow. genau, und das ist aber auch nicht die Realität, ne? Das ist noch gar nicht die Realität. Das ist nicht die Realität. Weil manchmal denke ich so übertreibe ich so mit meinen Sachen. So, ich könnte auch einfach irgendwo ganz normal arbeiten und 3 Wochen Urlaub im Jahr haben und so. Ich hatte auch letztens auch gesagt, dass ich so stuck bin mit meinen 30 Jahren. Stimmt, man meinst du auch, hast gefragt. Ich hatte mit ihm ein Gespräch und meinte, ey, ganz ehrlich, was soll ich machen? So, soll ich vielleicht nochmal was lernen? Irgendwas, was so... Stimmt, Weiterbildung. Weißt du noch, so eine Weiterbildung. Irgendwie nochmal so mich neu finden. Vielleicht macht mir das Lernen ja jetzt auch immer Spaß oder irgendwie... Weil du älter bist und anders rangehst. Genau, und irgendwas, wo ich weiß, okay, meine Tochter oder auch andere Kinder haben Mehrwert, also Benefiten davon. Ich meine, Bildung ist ja nicht schlecht. Bildung ist super, Bildung ist richtig gut und es sollte auch gar nicht mehr, weil es heißt ja jetzt auch, ja, bei meiner kreativen Szene, man braucht ja eigentlich gar keine Ausbildung mehr, man kommt ja über Kontakte rein, was auch stimmt, aber trotzdem ist es gut, sein Handwerk zu können, also zu lernen. Natürlich. Tiefgründig zu lernen. Ob es so eine Business-Basis ist oder ob es. Ich habe ja auch BWL studiert, so weißt du. So. Oh, ich weiß nicht. Ich werde nicht alt, aber ich bin so jung. Aber es ist ja lustig, wie es damals bei uns war, wenn man so gefragt hat, was zu werden, hat man ja so die Berufe genannt. Und jetzt, wenn man so Leute, also so Kinder in der Grundschule oder Oberschule so frage, so heißt es ja, ich will Influencer werden oder so. Ja. So, weißt du? Aber das gab es ja früher noch gar nicht. Aber jetzt ist es halt so. Weil es ja auch in Ordnung ist, ist ja auch alles schön und gut. Aber die wissen ja nicht, was dahinter steckt. Ich glaube, die Herausforderung ist heute, dass jeder, weil heutzutage kann jeder berühmt werden. Ja. So literally jeder. Also ich habe auf TikTok schon Leute gesehen, wo ich dachte, heftig, okay. Und das Ding ist, dass diese alten Berufe, handwerklichen Berufe, sowas wie Garten, Landschaftsbau, Zimmermann und so Sachen, sind halt nicht mehr sexy. Und die Leute denken so, ah nein, ich muss Influencer ballern. Aber die wissen nicht, dass 90% der Influencer kein Geld haben. Ja, so. Weißt du? Und wenn du Zimmermann bist, Bro, du bist reich. Ja. Weißt du, meine Mutter hat ihre Wohnung komplett total saniert, renoviert. Weißt du, wie lange die gebraucht hat, um jemanden zu finden, der das macht? Ja. Alle sind ausgebucht. Es gibt keinen, wenn du jetzt Lehrer, Handwerker Leute, bist. Lehrer. Ich verstehe aber auch, dass wenn man amtlicher Lehrer ist, ne? Oder ist auch anstrengend, Lehrer. Super, und man wird ja auch nicht gut bezahlt, ne? Das verstehe ich. Doch, also ich weiß nur, also. Okay, vielleicht hier in Deutschland. Beamten, sorry. Ja, Beamten. Ja, sorry, ich denke mal an Amerika. Wenn die noch verbeamtet werden, dann verdienen die, glaube ich, 3,5 oder so. Ja, ich denke mal an Amerika, sorry, weil da ist immer diese Debatte. Ja, hier, die haben 6 Wochen Urlaub. Wenn du verbeamtet werden kannst noch, das. Bestlife. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Aber trotzdem brauchen viele. Also man braucht Lehrer. Ja, aber ich finde, das sind die Menschen, die einem spät. Also, okay, wie viel verwenden wir jetzt Schulwissen jetzt irgendwie an im Alltag? Gar nichts. Also eigentlich nicht viel. Okay, nicht viel. Ja, nicht viel. Nicht viel. Nicht nichts, oder? Nichts, aber nicht viel. Ja, also ein bisschen rechnen, ein bisschen schreiben. Aber dennoch gibt es so Grundbasis, die sind ganz wichtig für Kinder. So, ne? Also das, was meine Kleine, vor allem in der Grundschule, Grundschule ist sehr wichtig. Ja. Da kriegst du ja wirklich alles bei. Die grundlegendsten Sachen. Genau, so. Genau. Das Schreiben, Lesen, Rechnen. Klasse? Sehr wichtig. Schreiben, genau. Lesen, Rechnen. Lesen, Rechnen, ja, genau. Ja. Das ist wichtig. Ay, du bist so cool. Aber du bist ja. Ich frage mich,
Weil ich habe mir immer gedacht, so, oh, Instagram, was sollte es noch krasser geben als Instagram? Was könnte danach kommen? Aber da kam TikTok jetzt. Ja. Und jetzt denke ich so, okay, was könnte jetzt noch krasseres kommen als TikTok? So, weißt du, also was, weil TikTok ist ja eigentlich, wenn man schaut, das Gleiche wie, fast das Gleiche, weil auf Instagram sind ja Bilder und Videos und auf TikTok sind ja nur Videos. Ja. Und auf Instagram hat man ja auch immer so getanzt und was weiß ich und so. Genau. Und TikTok macht mir ja eigentlich genau das Gleiche, nur da hatte man noch andere Funktionen, man konnte da ein bisschen kreativer sein und so. Und das Gleiche hat ja, sag ich mal, Instagram jetzt kopiert mit Reels, weißt du? Und dann denke ich mir so, okay, was kommt als nächstes? Was, wo man, sag ich mal, noch kreativer wird. Weil durch TikTok ist man ja noch kreativer geworden, durch die ganze Funktion und was weiß ich. Und ich frage mich, was danach kommt, wo man denkt, ich glaub, boah, diese, krass. Dieses VR, Augmented Reality und sowas. Ja, genau. Ich glaube, das wird sein. Ich wollte das Reaction-Video geht darum. Ah, okay, krass. Kann ich dann zeigen. Ja, genau. So. Weil ich habe, als ich das Video gesehen habe, ich habe mich richtig erschrocken. Ich dachte so, was? So könnte die Welt irgendwann werden. Ich habe das ja einmal jetzt gemacht, dieses, ne, also dieses, nennt man das? Virtual Reality oder Augmented. Virtual Reality, genau. Ja. Einmal so ein Spiel gespielt und so. Scary. Krass. Also krass, aber auch schon sehr beängstigend, wie sehr real das ist. Ja. Habt ihr diese Google Glasses gesehen? Es gibt so Google Glasses, die setzt ihr auf und man sagt halt auch so gerüchtemäßig, das kann man irgendwann auch als Kontaktlinse benutzen. Und dann kannst du das mit deinem Handy verbinden und dann sagst du, ich will nach Wedding. Und dann siehst du in deinem Auge Navi, so nach rechts, nach links. Das wollte ich nämlich zeigen, weil Apple wird es rausbringen. Ja, genau. Zeige ich euch später. Ja, das ist auch wirklich ein Brill. Und du kannst dann, so wie Handyfunktion mit Navi und solche Sachen. Ich bin nicht überrascht. Augmented Reality. Dann siehst du auch so Sachen draußen so stehen. Ja. Aber was ich krass finde, komm, wir reden darüber, so, boah, krass, so, unnormal und so. Bald. Aber für die dann, ihre Kinder dann, wird es dann ganz normal sein. Weil, ich weiß noch, als ich in Amerika war, war ich in so einem Museum, das war bei Disney, und dann, die haben dann ein Tagebuch gefunden von einer Person, von einem Mann, so wirklich echt, und da haben die es halt so im Museum so dargestellt über sein Tagebuch. Und die haben mehrere Teile halt gefunden. Und da hat er mal einen Kumpel einen Brief geschrieben, er hat in L.A. gelebt, und der Kumpel in New York. Und da hat er geschrieben so, ey, ja, mir geht's gut, dies, bla. Und da hat er geschrieben so, ja, ich habe also hier in New York habe ich letzte Nachrichten gesehen und die wollen irgendwas erfinden, was in der Luft fliegt und dann dich halt von einer Station zur anderen bringt, also bringt krass, Flugzeug, ne? Und dann sieht man so ein paar Jahre später, sagt er so, ey, ja, es gibt jetzt Flugzeug und so, das fliegt dich halt von dahin nach dahin und was weiß ich und so. Und es dauert jetzt anstatt 12 Stunden mit dem Zug, fliege ich einfach nur 6 Stunden. Und weißt du, und zwar für die ja auch so, wow, so nicht real, das kann nicht wahr sein. Und dann war es klar, also ging es dann. Und jetzt auch gerade reden wie so, oh, das ist nicht normal und so. Aber in 40, 50 Jahren, das ist dann auf einmal ganz normal. Aber in 5 Jahren vielleicht. Es geht ganz schnell. Es geht super schnell. Ja. Allein schon diese Brillen, jetzt hier dieses Virtual Reality. Yeah, that one. Yeah. das gibt's ja auch schon. Also wir sind wir in Europa sind ja so ein bisschen late. So zum Beispiel im asiatischen Raum ist das ja voll das Ding. In den USA ist es ja auch schon super normal. Du kannst ja an jeder Ecke schon irgendwie spielen. Zu Hause, das geht alles ganz schnell, aber es ist auch alles so. Habt ihr nicht Angst, irgendwie so Kinder auf die Welt zu bekommen? Nochmal so neue Kinder, die, also ist ja nichts Schlimmes. Aber es wird ja nur einfacher für die eigentlich. Ja, aber ist das gut so? Ich glaube nicht. Es wird ja auch alles ersetzt. So richtige Arbeitsplätze. Muss ich auch machen. Arbeitsplätze wird es ja auch nicht mehr geben. Ja, aber oder? Für uns ist es ja so, habt keine, aber für die wird es ja normal sein. Die arbeiten dann mit der künstlichen Intelligenz, um was zu machen. Das ist ja dann normal, weil die wachsen ja so damit dann auf. So? Ja. Zum Beispiel. Was wir in den Filmen sehen, ist ja, genau. Das wird doch langsam wahr. Für uns ist dann so, wie unsere Eltern kompliziert sein. Wie unsere Eltern sagen, kannst du mir helfen mit dem Handy, dies, das, so. Für uns wird es auch so. Was ist das? Ich glaube, wir sind zugänglicher, weil wir schon so. Weil wir beides mitbekommen haben. Und wir sind auch offener. Ja. Wir befassen uns ja auch mit Dingen. Ja. Zum Beispiel, wenn wir ein neues Handy bekommen. So TikTok zum Beispiel. Ja, dann. Stimmt. Du guckst dann, wie das geht und so. Genau. Ah, so geht das. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nur TikTok gemacht wegen Onkel D und so, weil das war für mich so, okay, ich muss da mitgehen jetzt, so, weißt du? Deswegen habe ich es nur gemacht, sonst glaube ich, also ich hätte es vielleicht gemacht, aber nur um zu gucken, nicht um selber da Sachen zu machen. Meinst du, hast du so voll den Druck, wenn du so neue Sachen siehst? Jetzt nicht mehr. Früher, ganz früher, also ganz Instagram,
da hatte ich richtig, also da mit Facebook, Instagram-Zeiten, da hatte ich richtig Druck. Mhm. Da warst du so, oh, okay, ich muss jetzt ein Video machen, ich muss jetzt über, also ich habe gar keinen Bock. Ja. Aber dann irgendwann habe ich so gelernt, dass ich es halt, also für mich bestimme, wann ich was hoch, also wann ich ein Video mache, wann ich hoch. Und jetzt gar nicht, jetzt ist mir egal, so, ich mach, was ich will und mach's, wie ich will. Auch wenn du, bist du auch manchmal, dass du manchmal 5 Tage nichts machst und ist das nicht schlimm für dich? Nö. Kennst du hast viel zu tun und so und du hast keine auf Entwürfe, nichts Besonderes und so. Und dann. Manchmal, 5 Tage finde ich schon viel. Da hat man doch so dieses, oder? Da hat man doch dieses so, irrelevant. Dann denke ich mir so, ey, hätte ich jetzt was gemacht, weißt du, es wäre gestiegen, also die Followeranzahl, sage ich mal, die Reichweite, alles wäre gestiegen, weißt du, Algorithmus und so, weißt du, dann denke ich mir so, 5 Tage ich jetzt nichts gemacht. Ja. Das meine ich. Ein schlechtes Gewissen, so. Das meine ich. Ja. Obwohl das voll dumm ist, weil ich habe letztes Mal drüber nachgedacht. Ne? Okay. Du hast schlechtes Gewissen? Ja. Dass du so Druck hast, dass du drüber nachdenkst? Nee, das habe ich nicht mehr. Das hatte ich auch, also habe ich auch nicht mehr. Also könntest du jetzt, könntest du jetzt zwei Wochen nicht posten? Könntest du jetzt 2 Wochen nicht posten? Ja, das mache ich ja nicht. Also, ja, meine ich, aber könntest du, also sag ich mal, du, keine Ahnung, du hast voll viel zu tun und du hast andere Sachen gerade zu tun und du postest einfach 2 Wochen nichts. Mhm. Also bei mir ist so, wenn ich 3-4 Tage nichts poste. Bei mir ist so, wenn ich. Wenn ich 3-4 Tage nichts poste, dann habe ich voll das schlechte Gefühl. Bist du so, Ja, nein. Also es ist bei mir auch schon so, dass ich jetzt, also ich muss halt etwas, ich muss was machen jetzt. Yeah. Ne? Also ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich mir sage, okay, ich brauche jetzt was Langfristiges, ich muss jetzt wirklich, ich lebe nicht mehr in the moment, so wie damals, ne? Mm. Ah, da mal gereist, nach London, da und da Geld ausgegeben. Das funktioniert nicht mehr. Ich muss jetzt genau wissen. Aufbauen. Wie, was, wo. So, das heißt, ich brauche auch die richtigen Menschen um mich herum und so. Das ist super wichtig. Und diesen Drang, aber zu posten, den habe ich jetzt ein bisschen mehr als damals. Mhm. Weil, ja, ich muss halt relevant bleiben. Ich muss halt relevant bleiben irgendwo. Weil ich will nicht sagen, es kommen neue und es irgendwie. Die Sache ist, du kannst schnell vergessen werden. Mhm. So, weißt du, weil jetzt, man hatte ja jetzt so Facebook, Instagram, jetzt hat man noch was dazu, TikTok, und da sind ja andere Leute noch, weißt du? Richtig. Und da musst du halt mithalten. Richtig. Sozusagen, wir sind so die OGs, aber wir müssen da mithalten trotzdem, richtig, irgendwie, irgendwo. Richtig. So. Deswegen habe ich auch TikTok gemacht, sonst wäre es mir einfach voll egal gewesen. Und ich wollte noch irgendwas sagen. Ich vergesse es irgendwie, weil es ist manchmal so viel im Kopf und dann hört man auch so, weißt du, und dann vergisst man das. Ach, ich hab's vergessen, egal. Ja. Aber das meine ich halt mit diesem Druck, den man dann dadurch bekommt, besonders wenn man halt auch die sozialen Medien auch nutzt, um damit dann auch irgendwie Geld zu verdienen und sowas. Aber ich finde, das gibt so einen unsichtbaren Druck und ich denke mir manchmal so, hey, eigentlich ist das ja alles nicht echt. Weißt du, dass ich mich dann dadurch fertig machen lasse, so psychisch. So, genau, ich denke, das so, denke ich, das versuche ich mir wirklich immer zu sagen. Also, ne, Sandra, it's gonna be okay, weil so alles hat ja auch irgendwie einen Lauf und man kann ja auch nichts erzwingen und es muss sich auch immer noch natürlich irgendwie für uns anfühlen, weil sonst macht es einfach auch keinen Spaß und man merkt das. Das heißt, es muss irgendwie organisch stattfinden, weil sonst, ich weiß nicht, es ist auch keine Lebensqualität, die man dann hat, weißt du, wenn man sich so viel Druck macht. Man muss ja immer noch leben und wir haben dieses eine Leben, wir müssen es genießen. Ja. Wo ich einen Druck habe, ist, wenn auf TikTok ein Trend ist. Wenn ein Trend ist und du hast gerade keine Zeit oder du brauchst irgendwie Leute dafür, um das zu machen und denkst so, scheiße, ich will das auch machen oder ich will das auch machen, aber vielleicht fehlen dir die 2 Leute oder du brauchst einen Kameramann oder den und den brauchst oder du brauchst diese bestimmte Person. Da habe ich Druck. Und dann vielleicht schaffst du es in der Woche erst, aber dann ist der Trend schon vorbei. Und das haben so viele gemacht, das ist dann so, oh, du bist so zu spät. So weißt du, another one. So weißt du. Ich wollte letztens mit Eileen einen Trend machen, dieses I wish it was 2 of you. Oder 2 of me. Und dann meinte ich so, oh, komm, wir machen das. So, aber ist das schon vorbei? Ich so, ja. Da habe ich Druck. Ja, manchmal. Da habe ich auch ein bisschen Druck. Aber dann denke ich mir so, ach, okay, kommt was Neues. Kommt was Neues. Also letztendlich kommt ja auch was Neues. Es kommt immer was Neues. Aber ich muss auch ein bisschen schneller sein. Weil, Wie schnell auf TikTok meinst du? Mit den Trends oder generell? Ja, mit den Trends. Aber findet ihr nicht, dass das ungesund ist, um es abzuschließen? Natürlich. Ja, man muss ja nicht alle Trends mitmachen. Nicht also alle. Ein paar wäre schon nice, ne? Nee, ich meine so also generell, dass man sich so einen Druck macht und dass man sagt, so, ey, ich muss. Aber das Gleiche hat man doch auch
für die Arbeit. Also finde ich, weil zum Beispiel, sag ich mal, ich arbeite ja. Und ich war jetzt krank die Woche, aber trotzdem hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht arbeiten konnte. Und ich glaube, das ist das Gleiche mit Social Media halt. Ist ja auch eine Art Arbeit. Genau. Und da macht man sich ja auch so, weil es gibt ja voll viele, die haben, glaube ich, vielleicht Angst, ihre Arbeit, ihr Job zu verlieren oder so. Deswegen gehen die ja trotzdem krank zur Arbeit, weißt du? Weil das ist ja, und das ist deine Frage, um deine Frage zu beantworten, das ist ja auch eigentlich ungesund. So für deine Psyche. So, weißt du, du machst es trotzdem, obwohl es dir schlecht geht. Dein Körper sagt, es geht dir schlecht und trotzdem machst du was. Aber zum Beispiel, du arbeitest in einem sozialen Bereich, wo Menschen wirklich, also reale Menschen auf dich zählen. Zum Beispiel Pflegeheim oder so. Pflegeheim, genau. Ja. Oder Kindergarten sogar, wo du weißt, okay, da gibt es viele alleinerziehende Mütter. Wenn ich jetzt krank bin, dann... Dann, genau, weißt du, dann warten viele Menschen auf mich. Kinder, Kinder oder Menschen Bedürfnisse, so, das ist auch voll der Druck, das muss richtig schlimm sein. Okay, ja, und da machst du dich auch, das ist halt ungesund. Mhm. Also so entweder eine 9-to-5-Job oder halt Social Media oder was auch immer, du machst dich halt damit kaputt. Ja. So. Und Social Media finde ich halt immer schon ein bisschen unecht an. Ja. Also es fühlt sich nicht so an, als ob man was der Welt zurückgibt. Ich meine manchmal so. Ja, doch, Unterhaltung, gute Laune und sowas. So, genau, das sage ich mir dann immer halt so. Gut. Entertainment. Das ist halt das Gute daran, so Entertainment halt. Du bist halt ganz halt entertained. Aber ja, stimmt, das ist nicht real. Aber doch, ich finde es eigentlich schon real. Ja, weil die Menschen gibt es ja. Es kommt darauf an, was du auf TikTok auch vermarktest. Es gibt ja Leute, die machen educational, also Bildung. Zum Beispiel, es gibt, ich habe ihren Namen vergessen leider, so eine richtig nice, die habe ich auf dem TikTok-Event mit Kirkon kennengelernt. Sie macht, studiert Jura und lehrt halt so über TikTok, so über Jura halt, ne? Und das ist so, weißt du, wenn man dann da vielleicht nicht mehr dann von ihr hört, dann ist dann so, wo bist du? Ja. Aber stimmt, das habe ich auch bei so ein paar Comedians oder sowas, also die regelmäßig posten und dann auf einmal, an einem Tag haben die nichts gemacht und dann so, ich wollte jetzt so was Lustiges sehen, so von dir, so, warum hast du jetzt nicht? Ja, stimmt, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. So. Ja, Mann. Wo bist du? Ich habe eine Frage. Um es nochmal dann wirklich abzuschließen. Habt ihr das Gefühl, zum Beispiel, ihr folgt jemanden, ja, den ihr richtig feiert und er oder sie, keine Ahnung, sag ich jetzt mal 20.000, ne, und die Person postet halt regelmäßig, bla bla bla, und ich habe bemerkt, oder ich habe das Gefühl, umso erfolgreicher oder umso mehr Reichweite die Person hat, umso weniger Content macht die Person. Manchmal. Umso weniger Reichweite, desto weniger. Nee, umso mehr Reichweite, desto weniger Content. So zum Beispiel, sag ich mal, bei mir oder bei dir jetzt. Ich finde, wir haben früher viel, viel mehr gemacht. Und dann irgendwann hat man so ein Level erreicht. Und dann war es so, also, sag ich mal, das von mir. Immer, also ich sag nicht mal, habe ich immer so oft gepostet. So, das war, früher habe ich jeden Tag. Und jetzt ist halt so viermal die Woche. So, sag ich mal. So, weißt du, und ja, das habe ich aber auch bei anderen bemerkt, die ich gefolgt bin, so früher. Richtig krass, so, boah, voll geil. Und irgendwann hatten die 1 Million, 2 Millionen und jetzt machen die halt nicht mehr so regelmäßig und machen auch andere Sachen und was weiß ich. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schade. Aber die machen ja auch natürlich andere Sachen. Also so Business, weil die sind ja größer geworden. Machen die Business, machen dies und das. Aber ich finde es schade, dass die nicht irgendwie das machen, womit die erfolgreich geworden sind. Ja, aber findest du schade? Ja, weil ich vermisse voll die Videos und Sachen, die gemacht haben. Einfach dann. Zum Beispiel? Machen die immer noch? Zum Beispiel Blame It On Quay. Zum Beispiel. Oh. Ich bin ihm gefolgt, der hat ja nur 10.000 gehabt. Jetzt hat er 6 Millionen oder sowas. Aber er macht halt die Sachen nicht mehr wie früher. Er macht es halt paar Mal, weil es jetzt so viel Aufwand ist, weil er hat wirklich ein Kamerateam. So, weißt du? Und dann wird es geschnitten, die Stars und bla bla bla. Und es ist halt nicht so wie früher, wo er halt mit seinem Handy schlechte Qualität seine Sachen gemacht hat. Weil das war sehr witzig. Yeah. Jetzt die Sachen sind so, okay, cool, jetzt so professionell, so Qualität und so. Aber es ist halt nicht so wie damals. Wie früher so kreativ gewesen. Genau. Ja, aber ich meine, also da muss ich Menschen ein bisschen in Schutz nehmen, weil
So, du wächst ja auch als Mensch und du hast ja auch eine ganz andere Perspektive. Dann verändert sich vielleicht auch was in deinem Leben. Vielleicht bekommst du ein Kind oder du heiratest und hast eine ganz andere Responsibility. Verantwortung, genau. Und er hat ja jetzt zum Beispiel auch so ein Crab. Ja, die haben ja ein Restaurant. Er ist ein Businessman geworden. Genau, so, ich finde, daraus, als er damals angefangen hat, war er vielleicht 17 und jetzt ist er halt 35 Also, muss dir vorstellen, Menschen verändern sich, dein Wesen verändert sich auch. Also, zum Beispiel, ich habe ja auch vor 10 Jahren angefangen und alles war auch alles so ein bisschen mehr. Also, ich hatte auch Zeit und so, es war alles so. Es war alles so neu auch und du wolltest es erkunden und du hattest richtig so dieses Verlangen, so, oh, mehr und mehr Likes und mehr Kommentare und mehr. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, so. Irgendwie, es fehlt mir auch nicht mehr so. Das ist bei mir nämlich auch so. Deswegen war es so, also ist nicht so, wo ich gesagt habe, okay, heute, jetzt mache ich weniger, sondern irgendwann ist es einfach gekommen. Richtig. Und es ist irgendwann gekommen. Aber das finde ich auch ein bisschen schade. Das ist super schade. Aber es ist auch, weil ihr satt seid. Und ich muss auch sagen, dass Corona sehr viel bei mir angerichtet hat. Negativ oder positiv? Negativ, weil ich dachte zuerst so, es war mal schön, mal zu Hause zu bleiben. Und es war mal, nee, es hat was gemacht. So, und ich habe jetzt auch einfach ein Kind und so, ich bin sehr beschützerisch geworden und das Internet ist für mich nicht mehr derselbe Ort, wie es mal damals war. Okay. Ich habe ja damals alles gezeigt. Ich war ja sehr offen. Outgoing, ich war sehr offen und habe über alles geredet und habe alles gezeigt und jetzt denke ich mir so, je weniger, desto besser. Und ich muss halt auch meine Kleine schützen irgendwie, aber denke ich mir auch so, eigentlich ist es, ich habe immer noch die Kontrolle über mein Instagram oder über meinen Social Media generell. Aber es ist nicht mehr dasselbe. Und wir werden auch älter. Guck mal, vor 10 Jahren, wo wir angefangen haben. So, da waren wir 18, 19. Jetzt sind wir 30. Und du denkst halt nichts mit 18. Du bist einfach nur so, lass Spaß haben. Ja, ja, und heutzutage so, okay, was ist meine Rente? In 30 Jahren. 30 Rente so. Achtet man so. Ja, okay. Ja. Stimmt eigentlich. Ich glaube, man ist dann befangener einfach so. Ja. Und plus, wie du schon auch gesagt hast, du entwickelst dich ja auch weiter. Du hast dein Business, du hast Familie, du hast das. Und dann ist dir das auch nicht mehr so wichtig, weil du hast es ja eigentlich am Anfang auch Spaß gemacht. Da hast du gemerkt, ich mache Geld damit. Ja. Ich werde eingeladen zu den Events. Dann hast du diese Events auch abgekartet, so, hast alles gemacht. Und dann konzentrierst du dich wahrscheinlich auf die Dinge, wo du dann denkst, die geben mir auch was zurück. Ich glaube, wir haben ja auch jedes Wochenende dieselbe Diskussion, Eileen. Wir brauchen Hobbys. Ich auch. Wir brauchen Hobbys. Ja, wir brauchen irgendwas, was uns, weil wir sind ja auch wie Kinder. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen Bewegung haben. Wir brauchen ja auch ein bisschen Anregung für Nachdenken, Inspiration. Also, und dieses ist halt irgendwann nicht mehr, es hat einfach keine Inspiration mehr. Es sei denn, du lernst irgendwie was kochen, irgendwas oder weiß ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und jedes Wochenende fragen wir uns, was machen wir? Wir wollen nicht in den Club gehen. Keine Show, keine Bar, nicht, also nicht auch nicht mal Geld ausgeben. Ja. Man will ja auch irgendwann so ein bisschen chillen. Einfach so, weil wir sind auch alle Single irgendwie. Diese Lokomotive, kennst du diese Leute, die Eisenbahn haben? Ja, stimmt. Aber so Beispiel, Strecke bauen. Das ist cool, Sachen in Corona-Zeit war ich in so einer Buchgruppe. Wir haben uns ein Buch immer geholt, gelesen. Ich war einmal dabei. Ja, du hast noch nie zu Ende gelesen. Wir haben 5, 6 Bücher. Ich hab das Buch zu Ende gelesen. Ja, da hatten wir aber schon. Warum schreist du mich an? Weil du mich von der Seite anmachst. So, ja, ich war nur einmal dabei. Du wolltest damit was auch sagen. Nein, ich wollte damit sagen, dass ich auch nur einmal dabei. Also, ja. Ach so, okay, du schreist mich immer an, ey. Du bist immer voll gemein zu mir. Fass mich nicht an. Auf jeden Fall. Und es war eigentlich cool. So, weißt du, wir haben immer so gemacht, okay, wir lesen heute Kapitel 1 bis 3. Mhm. Und dann, da besprechen wir das und so. Und das war cool, weil man hat dann immer voll viele Bücher gelesen. Ich habe auch voll viele, nicht voll viele, aber viele, deswegen voll viele, deswegen viele Bücher zu Hause. So. Das ist eigentlich voll sowas zum Beispiel. Ja, wir brauchen auf jeden Fall neue kleine Hobbys, die wir, denen wir nachgeben können, auch so vor allem den Single-Menschen, die abends nicht irgendwie zu Hause Date Night oder das ist Zweisamkeit, sondern wir brauchen halt auch Hobbys. Ich meine, das ist jetzt ernst, vielleicht könnt ihr uns helfen. Also, irgendwas? Irgendwas. Manchmal, das heißt jetzt irgendwie, cool. Manchmal, ich sitze einfach zu Hause. Ja, aber kennst du das, wenn du manchmal in die Luft starrst? Ja, meine ich ja! Ich meine, einfach sitzen. So. Aber du sitzt. Wow! So einfach. So. Ich habe mich letztens sogar erwischt, so wie ich auf der Couch saß und einfach aus dem Fenster geschaut, aber so richtig starr. Ja. Und ich sitze so und irgendwann hat so Klick und ich so,
Hä, was ist denn jetzt? Ich sitze da nicht so, ja, okay, was soll ich machen? Und dann sitzt man da einfach. Ja. Still. Weißt du, wie oft wir FaceTimen? So, Gesichter so. Ja, okay, was geht? Nichts. Ja, nix? Ehe? So? Ja, lass was machen. Ja, aber was denn? Ja. Am Ende bleibt jeder zu Hause. Zu Hause, jeder bleibt zu Hause. Jeder bleibt zu Hause. Es ist echt frustrierend. Hey, bitte gib uns Input. Ein Hobby, ein einziges. Ja, oder so, so ja, irgendwas. Was, guck mal, stell dir vor, du würdest jetzt so ein Didelmaus-Buch bekommen und da steht drauf, da steht drin Hobbys. Man könnte nichts reinschreiben. Oh, aber es ist auch so, aber das so, das muss ich machen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir würden jetzt in L.A. wohnen, dann hätten wir wenigstens den Strand. Weißt du? Dann können wir wenigstens da spazieren, aber kann ja hier nicht mal spazieren gehen. Weil es kalt ist. Ja, kalt und auch so. Aber es gibt auch nichts so Schönes, wo du spazieren gehen möchtest. Aber ich finde Berlin zum Beispiel im Sommer schön. Berlin super. Im Sommer ist klasse, aber wir haben ja auch Bedürfnisse im Winter. Das stimmt auch wieder. Und ganz ehrlich, wir sind Single. Ich überlege mir so oft, was könnte mein Hobby sein? Was kann ich jetzt machen? So ein Freund von mir, der geht immer angeln. Es gibt auch so richtig tolle Sachen wie Bogenschütz. So. Also das wollte ich mal machen. Ja. Aber machen wir das dann? Was fahren einmal? Fahren wir in den Grunewald und machen das dann? Was einmal vielleicht. Aber du bist ja nicht so, dass du dir so einen Bogen kaufst und holst dir so Pfeile zu Hause. Und bist am Schluss. Doch, stell mal vor, hör mal zu. Aber stell mal vor. Was ist denn der Klavier? Ist doch nicht weg. Der war so motiviert. Ich hab jeden Tag Klavierunterricht. Ich komm bald drauf, okay? Aber ich meine nur, das mit dem Bogenschießen. So. Ich meine, man kann es ja machen. Und stell mal vor, es gefällt einem. Von uns, so weißt du? Und er macht es dann wirklich so Hobby mit, wie zum Beispiel Emanuel Bowling. Er ist doch auch am Ende Bowlingkugel selber geholt. Krass. Bowlingkugel hat er sich geholt? Ja, einfach, komm, bestellst du bei Amazon? Zum Geburtstag hat er die geschenkt. Ach so. Und dann einfach mit Kugel kommst du mit Tasche. Ja, genau. Ja. Kommt krass. Er immer. Und zu Klavier ist umgezogen. Lebt nicht mehr in Berlin. Ach so. Okay. Ja. Krass. Ja, Bowling wäre auch heftig. Weil, ich wollte Klavier lernen, bevor ich stressig werde. Hab auch gut angefangen und so. Da kam der Sommer. We were outside! Ja, und dann hatte er auch keine Zeit so wirklich. Doch, er hat schon ein paar Mal gefragt. Ich meinte, ja, dann. Aber dann irgendwie beide keine Zeit mehr gehabt. Und dann sogar, und dann ist er weggezogen. Ich brauche Hobbys, Leute. Also ich brauche ein Hobby. Ihr müsst euch vorstellen, 29 Jahre alt. Ich bin alleinerziehende Mutter. Es muss natürlich auch in meinen Lifestyle reinpassen. Das heißt, bitte berücksichtigt das, aber bitte schreibt mir irgendwas auf, because I need to do something. Ich muss was machen. Irgendwas. Okay, next. Spill the tea. Es gibt ja, ihr kennt ja OnlyFans, es gibt das jetzt schon seit ein paar Jahren. Schon lange gibt es das. Ja. Ich glaube, es gibt schon lange. Aber und es wurde damals nur für wirklich für Fans. Fans, genau. Deswegen OnlyFans. Genau. Also für Fans. Genau. Genau. Mhm. Und was haltet ihr von OnlyFans? Weil, okay, ich fang einfach mal an. 2016, sorry. Ist doch ein paar Jahre. Ja, es gibt schon ein bisschen. 4, 6. Mhm. Ach. Damals war es für, ich glaube, so. Sie eigentlich immer. Oh, wow. Er sagt Anstand, ja. Ich habe gerade auch ein bisschen. Und ich war so. Ich brauche ein Hobby. Auf jeden Fall. OnlyFans, genau. Und zwar, OnlyFans, da kann man ja mehrere Sachen machen. Man kennt ja OnlyFans aber nur durch. Also Pornos, sage ich mal. Mhm. Also, das ist so Haupt. Bei OnlyFans. Haut zeigen. Genau. Und genau, die Frage ist, was haltet ihr davon? Mhm. Ich denke, ich finde es eigentlich voll gut, weil das ist halt so nicht gespielt wie auf dem Porn, sondern das ist wirklich real. Mhm. Und Leute verdienen Geld damit und so. Unendlich, ja. Richtig viel Geld. Und die einzige Kacke, was ich sage, ist, dass halt, es bleibt dafür immer da. Also im Internet, weil die welche denken so, okay, OnlyFans bleibt nur auf OnlyFans, aber Porno-Seiten zum Beispiel oder generell andere Seiten können sich ja das Video einfach nehmen und dann auf ihre Seite raufmachen. Und dann ist es ja für immer, also es ist für immer online. Ja. Also 10 Jahre später, wenn du es auch nicht mehr machst, sieht man dein Video. Mhm. Ja, Mann.
Ja, wie finde ich OnlyFans? So, generell bin ich eh der Meinung, jeder Mensch soll das machen, was er möchte. Wenn er OnlyFans machen möchte, dann soll er es machen. Persönlich, keine Ahnung, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, die OnlyFans macht, dann wäre das nicht so meins. Also ich finde das nicht so cool, wenn dann mein Date oder meine Frau sich, also jeder alles von ihr sieht. So. Das ist halt einfach nur so ein Geschmacksding. Also so, was heißt, wie ist das, so eine... Ja, so ein, mag ich halt nicht. Wie soll ich das ganz sagen? Ganz einfach. Ganz einfach, mag es halt einfach nicht, so. Und, aber more power to those, die es halt dann am Ende des Tages machen. Ich meine, natürlich kannst halt auch, es gab auch schlaue Menschen, ne, auch Frauen, die haben dann gesagt, so, ey, willst du meine Pussy sehen? Musst, also, ist ja Subscription, $10, was weiß ich was. Und dann hat die tatsächlich ihre Katze gezeigt. Und die hat damit unfassbar viel Geld gemacht, weil die Männer immer dachten, die zeigt jetzt ihre Punani, aber die hat ihre Katze gezeigt. Und die meint, es hat ein halbes Jahr lang richtig gut funktioniert und die hat richtig viel Geld gemacht damit. Krass. Ja, man kann ja auch Füße, Füße zeigen. Füße, ja, genau. Man muss ja nicht, kannst auch angezogen bleiben. Kannst ja nur tanzen oder ja, so. Genau. Sexy tanzen. Ja, genau. Noch nicht mal sexy tanzen. Du kannst aber einfach sitzen. Tanzen. Einfach sitzen, Hobby. Nein, du kannst, ja, du kannst. Zahlen, Abo. Ja. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin so, ich habe kein, also ich habe keine Meinung über OnlyFans. So. Hat dir mal jemand angeboten, Geld angeboten, so, schick mir deine Socken oder ja, mit deiner Schuhe? Ja, aber auf DM, so DMs, ne? Also Standard. Ja, ich ignoriere sowas. Ach so. Also. Also du kannst mit Füßen anscheinend echt viel, manchmal gucke ich halt so Videos auf TikTok, Facebook. Und dann gibt's dann die Leute, die immer so Straßeninterviews machen. Mhm. Und dann gibt's einen Typ, der fragt mal, wie viel hast du auf deinem Bankkonto? Und dann meinte einer irgendwie so, ja, ich habe 300.000 so und so viel Pounds auf meinem Konto. Und dann meinte, was machst du? Ja, ich verkaufe Füße, Fußbilder. Und bin auf OnlyFans und mit meinen Füßen. Wo war ich? Ah, das fällt das jetzt gerade nicht ein. Holland. Ich war unterwegs mit einer Freundin und wir wurden von einem Uber abgeholt, genau. Wir wurden von einem Uber abgeholt und der Uberfahrer war jung, junger Kerl. Wo kam der her? Weiß ich gar nicht, Suriname, weiß nicht. Auf jeden Fall war er so während des Fahrens am Handy und ich habe gesehen, wie er Instagram benutzt hat. Ich weiß nicht, wie er damit Geld gemacht hat, aber hat Frauen Pornografie auf Instagram gepostet. Mhm. Ich habe es gesehen, während er gefahren ist, habe ich gesehen, wie er Frauen hochgeladen hat, also die Story und so, also im Frauenprofil und das hochgeladen hat auf Instagram. Also er macht Geld mit anderem Content. Also mit hat anderem er, Content, genau. Hat der Fake-Profil. Genau. Also gibt sich als die Person. Genau. Oder so. Und postet, ja. Ich glaube, das machen viele. Das ist, ich war so. Er hat nicht gesehen, als ich gesehen habe, weil du musst dir vorstellen, ich saß hier und er saß hier vorne und ich habe gesehen. Ich war so. Krass. Ich habe nichts gesagt, weil, was soll ich sagen, vor allem in Holland, lieber aufpassen, keine Ahnung. Aber ja. Würdet ihr, stell vor, du bist mit jemandem zusammen und ihr wollt mehr Geld haben und so und dann fragt ihr dich, ey, sollen wir zusammen OnlyFans machen? Würdest du machen? Es kommt darauf an, was wir machen. Ja, so. Alles. Also aber eine Maske, sagst du, ich finde nicht erkannt, wir machen das mit Maske. Mit so Hundemaske. Und Aussicht, und du kannst so aussichtsmäßig, kannst du so im Monat 10, 50k machen. Ich weiß nicht. Also ich sag jetzt, ich sag nicht nein, aber ich sag jetzt auch nicht ja. Hm. Es kommt drauf an, glaube ich, wie nötig wir das haben mit dem Geld. Und ich habe eine Maske auf. Ja, wieso? Man erkennt euch ja nicht. Ja, ich habe auch keine Tattoos und sie hat auch. Also, du hast ein Tattoo auf dem Rücken. Ich habe keine Tattoos und sie hat. Ich weiß ja, wie ich auf sie Tattoos hat. Aber. Man kann es ja ausprobieren, sag ich mal so. Meinst du, man würde mich erkennen? Nee, vielleicht. Ah, nee, oder? Man kann doch die Tattoos abdecken. Also stimmt, kann man ja auch machen. Abdecken, ja. Stimmt. Bist du? Was? Nee, ich war nix. Du lügst! Ich hab drüber nachgedacht, ich würde das nicht machen. Weil? Ja, ich weiß nicht, Geld ist nicht alles.
Also ich muss nicht wegen Geld, muss nicht meine... Und warum ist alles so Sex, Sex, Sex? Alles ist so durch Sex. Geld, so. Ja. Sex, einfach Sex. Ist. Oh, es ist so eklig, und Mann. Mich tören halt auch Frauen ab, die so... Ich verstehe, jeder muss Geld machen, klar. Mhm. So, ne? Mhm. Aber für mich ist das irgendwie so der easy way out. So. Es ist so irgendwie so, ja, ich... Aber Sex zu haben, ist aber nicht mal easy. Ja, aber es ist ja, du musst ja arbeiten. Also Sex haben ist Arbeit. Hast du schon mal auf Netflix gesehen, diese so eine Porno-Doku, so wenn Porn ends oder irgendwie sowas? Mm-mm. Das ist nicht so. Früher als Kind dachte ich immer, also als Kind, voll cool, du kannst den ganzen Tag Sex haben. Das ist so, du hast Sex, Alter. Cut! Ja, Mann, Stellung wechseln. Oder, keine Ahnung, oder ich habe so haben die so einen Ausschnitt gezeigt, haben die unter der Dusche Sex gehabt, aber die hatten kein laufendes Wasser. Das heißt, einer musste mit Wasser die ganze Zeit das so in so einen Schlauch rein kippen, damit Wasser so in die Dusche kommt. Und der Typ ist einmal gestolpert, weil der musste mal zurück Wasser holen, reinschütten, zurück Wasser rein. Und dann ist er gestolpert und dann kam kein Wasser, mussten die Szene neu drehen. Aber das Krasseste, ich habe sowas auch so eine Doku gesehen über Pornos und so. Und die waren auch unter der Dusche und er ist beim Kommen ausgerutscht in der Dusche und dann mussten die die ganze Szene nochmal neu machen. Ja. So, was? Ja, das meine ich ja, Leute, das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Es gibt am Set extra Frauen, die sorgen dafür, dass der Mann hart bleibt. Die sind nur dafür da. Naja, die nehmen ja alle diese blaue Pille da. Ja, aber auch, wenn du blaue Pille nimmst, das heißt ja nicht, dass er die ganze Zeit, du musst ja trotzdem die ganze Zeit Das ist ja Kopfschmerzen, weil du musst auch vorstellen, das ganze Blut bleibt ja da, das heißt, du hast ja auch Kopfschmerzen. Deine Nase ist zu. Und Nase ist zu? Alles, was die Pille bewirkt, alles, was anschwellen kann, schwillt an. Also das Nase ist zu, dein Kopf, wenn du Pech hast, ein bisschen Kopfschmerzen und sowas. Und auf jeden Fall finde ich das... Die Frauen sind extra dafür da. Ja, also Frauen sind extra dafür da. Und das Ding, ich habe dann auch... Und was machen die denn, die Frauen? Blowjobs. Oder Handjobs, damit die hart werden und dann direkt in die Szene reingehen können. Die Frau, mit der der auch... externe Frauen, die dann... Genau. Die werden dann dafür... Die werden dafür auch bezahlt. Ja, genau, werden dafür bezahlt. Und das ist halt schon krass. So, und dann ist halt auch das Ding, stell dir vor, als Mann gehst du dann zum Pornodreh und dann kannst du nicht. Du musst ja abliefern. Du musst ja stehen. Und auch dieses so, und jetzt musst du kommen. Einfach so, der Regisseur sagt so, ja, jetzt! Ja, wirklich? Und wenn die nicht können, dann machen die extra so ein, so rühren die das an, damit das so aussieht wie Sperma. Ja. So, wenn's aber wie machen die das dann, dass es dann aussieht, als würde es da rauskommen? Weil viele wollen ja auch das rauskommen. Ja, genau. Ah, was? Weiß ich nicht. Also ich weiß aber auch wie, damals, oh, Cut, warte, vielleicht. Du schnitzt. Cut, machen das rein in die Frau. Achso, dann kommt und dann das raus. So auf den. Und so ganz damals, also so, weiß ich nicht, damals die 1900 irgendwas, da hatten die so eine kleine Pumpe unter der Hand, also wenn er so gekommen ist, dann, weißt du, dann spritzt es so raus. Ah, krass. So, ja. Vielleicht machen die es heute immer noch so, aber es war damals. Mhm. Deswegen ist halt viel zu sehr Film. So was ich krass finde, ist, also jetzt, habe ich es nicht mit dir geguckt? Ich weiß gar nicht, auf YouTube, da haben so Pornodarsteller so erzählt, so wie es ist, bla bla. Und ich dachte früher sogar zum Beispiel, dass die sich die Leute aussuchen durften, aber früher durften die es nicht. Jetzt manchmal können sie es aussuchen. Da kriegen die halt zum Beispiel so Katalog und dann schauen wir und dann sagen die so, ja, ich freue mich heute voll mit dem heute zu shooten und so. Oder oh Mann, heute habe ich den und den, ich kenne ihn gar nicht, mal schauen, wie es wird und so. Und manchmal, die Pornodarsteller, die treffen sich ja einen Tag vorher schon. Verbringen einen Abend zusammen, vielleicht schlafen sogar in einem Bett zusammen und so einfach um zu bonden, so zu schauen, wie es sich fühlt, also romantisch, anfühlt die Person romantisch. Und so, weißt du, damit die halt wissen, wer die Person wenigstens ist, so, weißt du. Damit es nicht so... Ich finde das immer wieder spannend, wie unterschiedlich Menschen so mit ihrer Sexualität umgehen, weil ich gucke manchmal so, das heißt Plug Talk oder so, das ist ein Typ, der interviewt immer mit seiner Freundin Pornodarstellerin und wie die so... Ich hatte einen Gangbang mit 20 Leuten gehabt, so, war eigentlich ganz cool, aber ja, und dann, das ist so, also es hat gar keinen Wert mehr, so, und das fand ich halt... Es ist Arbeit. Sie geht hin, macht ihre Arbeit und dann wieder zurück, und der Rest ist egal, ob du jetzt, oder sagst so, ja, ich hab 10 Typen hintereinander einen Blowjob gegeben, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich frage mich, wie machen die es mit Krankheiten?
Und dann müssen sich alle testen lassen. Vorher. Ja, aber in der Zwischenzeit, ich meine, du kannst ja trotzdem. Ja, klar. Weißt du, das kommt ja nicht, wenn du es, also zum Beispiel das machst und am nächsten Tag dich testen gehst, kann ja sein, dass es die Krankheit noch gar nicht. Ich glaube, die machen das da vor Ort. Ich glaube, es gibt auch Verträge, also wenn du wirklich professionell das machst, gibt es 100% Verträge. Und ich glaube, wenn du den brichst, dann, also dann, in Amerika ist alles mit bezahlen. Ja. Schmerzensgeld, irgendwas, wie ist das? Ich glaube, die machen am Set, die müssen tagesfrischen STD, die müssen, glaube ich, so einen Tag vorher diesen STD-Test bekommen und den dann wahrscheinlich abgeben. So. Okay. Wie viele Pornos kann man denn am Tag drehen? Je nachdem, wie fit du bist. Also diesen Podcast war zum Beispiel, meinte so, die hat dann eine Woche dann zum Beispiel manchmal einen komplett Porno-Dreh. Die ganze Woche. Na, und dann hat sie so, dann meinte, dann musst du danach erstmal ein bisschen Urlaub haben. So. Aber ist es zum Beispiel oder an zwei einem Tage. Tag heute, Sonntag. Hm. Aber wie viele Szenen hast du? Also machst du nur, drehst du nur einmal mit einer Frau oder drehst du dreimal mit? 3, 4, 5 Szenen, je nachdem. Ehrlich, ja, an einem Tag. So viel, das ist ja, kostet dir alles Geld, das heißt, umso weniger Drehtage, desto besser. Das ist ein richtiger Job, ja. Ja, und deswegen meine ich, das ist kein. Dafür musst du geboren sein. Besonders als Mann musst du dafür geboren sein, glaube ich. So, dass du so diese Performance immer abliefern kannst. Und ich glaube, es ist aber auch nicht gut für dein Spiritual. Nee, gar nicht. Way, weil ich glaube, das macht ja auch was mit dem Gehirn. Mm. Und das sind der ganzen, wie nennt man diese? Energie, also Endorphine, ja so, Hormone, alles. Das kann ja gar nicht. Es gibt ja auch Dings, ne? Sowas wie, wie nennt man so Porno-Awards? Sowas wie Oscars, ja. Grammys. Gibt es die Pornos? Richtig krass. Mhm. Aber die zeigen das halt nicht, natürlich nicht, weil so, the world goes to bla bla und dann sieht man ja das Video. Weißt du, und das können die ja nicht öffentlich im Fernsehen zeigen oder so. Ich habe mal geguckt, es gibt halt, die zeigen so Red Carpet und so, Fotos und so, aber sobald es anfängt, ist es vorbei. Wo sieht man sowas? YouTube-Dokumentation und solche Sachen, das ist so viel. Neues Hobby. Manchmal bleibt man irgendwo stecken, einfach mal schaut irgendwas und dann denkt man, oh, interessant, und dann guckt man weiter und weiter und dann. Okay. Könntest du mit einer Pornodarstellerin, wenn die jetzt Karriere beendet hat, zusammen sein? Ich glaube schon. Krass. Oder? Doch, ich glaube schon, weil, ich meine, letztendlich, wenn du eine Frau datest, die kann ja auch mit voll vielen Typen was gehabt haben, nur sie hat jetzt kein Geld dafür genommen. Und die eine ist halt Pornodarstellerin. Ja, wir wissen ja deine Antwort schon. Dankeschön. Die fragen wir gar nicht. Nein. Deswegen. Nein, auch allein aus dem Grund, weil ich habe ja Kinder. Die Sache ist, mich würde nur stören, dass so viele Männer dann sie kennen. Oder so, Chemo läuft auf Straße, oh, du bist doch die und die und die. Weißt du, vom Porn, so, weißt du, das würde mich ein bisschen so. Chemo, von deinen Kindern, die Freunde in der Schule, Grundschule irgendwann, die weißt du, irgendwie stoßen die da drauf. Ist das deine Mutter? Ja. Das ist schon auf jeden Fall, kann schon Soul-Crushing sein. Also. Stimmt. Ja, Mann. Ja, war eine coole Runde. Interesting. Ja, Mann. Be a Pornstar. Bitte nicht. Bitte nicht. Anyways. Es war ein sehr schönes Gespräch heute. Sehr interessant. Mhm. Ja. Sehr super. Mhm. Auch Neues gelernt auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ah ja, vergiss nicht zu subscriben. Subscriben und die Glocke. Und wenn ihr auch was zu sagen habt zu den Themen oder Themenvorschläge habt, einfach in der Kommentar. Bitte auf Deutsch, sorry, was hast du gesagt? Bitte in den Kommentaren. Alles klar. Ne, er darf. Ach so, ah! Ja, sorry. Er ist Onkel. Onkel. Star. Achso, ich wollte eigentlich nur so. Nee, du wolltest Sound. Nein, wollte ich nicht. Du wolltest Sound. Ah, okay. Ja, anyways, yeah. Guys. Ja, Leute. Peace. Bis dann. Ciao.